Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag und da wir mit der dekorativen Kosmetik durch sind, widmen wir uns heute meiner kompletten Pflege. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mein Leben im Griff, Leute. Glaubt mir das bitte. Ja, aber dennoch ist es ganz schön viel und ich habe hier hinter mir auch so diese leeren Kästen stehen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Brigitte-Boxen quasi. Und das sind 6 Verlosungsboxen, die in diesem Video verlost werden und die ich garantiert voll machen werde. Ja, also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen durch die Pflege zu gehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man sollte eigentlich meinen, dass wenn ich meine jetzt, wo wir so gemütlich hier zusammensitzen, ne, ich hier so auf dem Boden und hier so da vor mir und meine ganze Pflege hinter mir, man sollte eigentlich meinen, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man sich so viel Pflegeprodukte ins Gesicht, auf den Körper oder sonst wo in die Haare gibt, dass das Ganze dann auch irgendwie einen Sinn erzielt und man nicht noch mehr reinpacken muss und sich so dick manchmal Make-up draufpacken muss. Keine Ahnung, bei mir ist es trotzdem so. Meine Haut ist so schwierig. Also mittlerweile würde ich sie als sensibel bezeichnen. Es ist alles nicht so einfach mit mir und meiner Haut. Ja, ne, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, ist eh alles ein bisschen anders. Mir graut es ein bisschen davor, jetzt alles hier auszuschütten, ne? Aber Leute, wir sind nicht zum Spaß hier. Los geht's. Einsätze dürfen drin bleiben. Es riecht hier wundervoll, aber es ist auch ein kleiner Hauch von Charme mit dabei. Denn was ist das? Das sieht aus, als hätte einmal, weiß ich nicht, als hätte ich irgendeine Drogerie überfallen oder so. Boah, ich schäme mich gerade mega, Leute. Ja, packen wir es an, wa? Vorab, ich habe eine Theorie und diese Theorie besagt, ich darf nur 5 Produkte von allem behalten. Also nicht von allem jetzt 5 Produkte, aber ich sag mal 5 Shampoos, 5 Conditioner, 5 Haarmasken oder so, nicht mehr. Boah, das wird echt challenging. Vor allem, weil ich überhaupt nicht weiß, was sich da alles verbirgt, ne? Oh, es wird anstrengend. Hier ist gar kein Platz mehr für mich. Die Produkte kommen übrigens so aus Boxen, Adventskalendern und ein Großteil, ich habe mir die auch selber gekauft. Teilweise habe ich welche Geschenke gekriegt und in Adventskalendern, die ich versuche zu behalten natürlich und danach entsprechend zu verwenden. Ich würde sagen, wir packen es mal an, wa? Hier habe ich eine Badekugel von Juwelkerze, die hatten wir in einer Glossybox mit drin. Ich habe nicht mal eine Badewanne, Leute. Duschpuffel verwende ich auch nicht mehr, das ist jetzt hier einer von The Body Shop aus dem Adventskalender. Wandert auch weiter. Ich habe die eine ganze Zeit verwendet, aber dann irgendwann beschlossen, dass ich keine Duschpuschel mehr brauche, aufgrund von, nee, funktioniert auch alles so ganz gut. Candy bei Ombia, das ist so ein Body-Yoga-Joghurt, da habe ich eigentlich echt Bock drauf. Candy Apple, aber es ist jetzt eigentlich nicht die Zeit dafür. Stelle ich erstmal zur Seite. Von Rituals ein Showergel, Ritual of Ayurveda. Kommt weiter, weil ich diese Aluminiumverpackung ja nicht mehr haben möchte. Pharma Verde Kakaobutter Cremeseife. Per se eigentlich ganz geil, aber ich weiß nicht, wie viele Handseifen ich haben möchte. Ich möchte eigentlich auch tatsächlich eher diese Stückseifen haben, deswegen wird die weiter wandern. Also ja, ich packe die mal in eine Kiste von euch. Jetzt, wo ich diese Vichy After Sun Milch sehe, fällt mir was ein, Leute. Da ist hier noch ein Ding, das sich Summer nennt. Oh Mann, ey. Hier habe ich noch eine Box. Ist das peinlich. Da weiß ich nicht mal, was ich alles habe. Ich
Ich glaube, die Masken, die mache ich eh separat. Die sind da oben nämlich und das sind richtig viele. Die müssen wir mal in Ruhe durchgehen. Ein Deo Wintercare kann man immer gut gebrauchen von Dove. Ist wohl eher was für die Arbeit, weil da habe ich immer so Sprühflaschen. Ultra Rich Body Cream von Green Butter packe ich mir hier auch erstmal zur Seite. Mal gucken, wie viel da am Ende bei rumkommen. Einige wahrscheinlich. Winter Protect Hairbalsam von Balea finde ich eigentlich richtig, richtig geil. Stelle ich mal auch erstmal zur Seite. Ich werde hier jetzt erstmal ein bisschen aufräumen und ich würde sagen, ich mache auch mal Stopp, wenn ich irgendwie irgendwas noch groß dazu sagen möchte. Weil es ist gerade ein bisschen ungemütlich hier so zu hängen, Leute. Hier auch zwei Boxen stehen. Eine Box ist für Freunde und Familie, wenn ich hier vielleicht mal was Benutztes drin habe, so wie hier. Und eine Box ist für demnächst mal verlosen, wenn die anderen 6 Boxen voll sind. Pullen benutze ich eigentlich unheimlich gerne, aber jetzt aktuell irgendwie, ich brauche nicht so viele. Das hier sind Barbour Make Me Glow, die kommt in eine Verlosungsbox. Ritual of Holy, eigentlich ein total gut riechender Duschschaum, aber wie gesagt, ich verwende ja keine solche Aluminiumverpackung mehr, es sei denn halt bei Deo oder so, deswegen kommt die auch in eine Verlosungsbox. Malakata Body Butter will ich auf jeden Fall mal austesten. Aber ich habe schon so viele hier stehen, verdammt! Die von Coach New York riecht zwar unheimlich gut, aber die kommt jetzt auch in der Verlosungsbox. Ich habe keine Badewanne. Pflegender Cremeschaum von Bilou wird auf jeden Fall auch in der Verlosungsbox mit reinkommen. Von My Little Beauty, Eye of the Shower, Le Corps. Also das ist quasi so eine In-Dusch Body Lotion, die wird auch weiter wandern. Hier sind so einzelne Ampullen von Barbour, die versuche ich einfach mal aufzubrauchen. Das Rosens Rosenwasser, es ist so, 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 so gut. Und hier habe ich noch einen Backup, das möchte ich auf jeden Fall auch demnächst mal wieder verwenden, weil das meiner Haut einfach richtig gut tut. Das ist so pflegend und die Haut muss sich erstmal dran gewöhnen. Also manchmal ist es so, dass die Haut vielleicht auch ein bisschen irritiert ist am Anfang, aber mit der Zeit geht es ihr immer, immer besser. Also kann ich voll empfehlen. Body Lotion von Forever Laura Biagiotti wird auch weiter wandern. Eigentlich eine total super Größe für, wenn man verreist oder so, aber ich bin ja so ein Heimscheißer, also ich verreise ja nicht wirklich. Solche bröckeligen Body Peelings mag ich nicht so gerne, die man sich halt so irgendwie auf die Haut reiben muss, deswegen kommt das auch in der Verlosung. Philip Kingsley Elasticizer Pomegranate in Cassis. Das war mal in so einer, in einem Adventskalender oder in so einer Ultra Weihnachtsbox oder so mit drin. Da habe ich tatsächlich auch schon die Duschhaube verwendet, glaube ich, weil ich die für irgendwas anderes gebraucht habe. Das heißt, hier ist auch nur noch dieser Elasticizer drin. Wird jetzt auch in der Verlosung wandern. Einen von Action möchte ich auf jeden Fall demnächst mal verwenden. Da habe ich richtig Bock drauf. Gold von M. Asam. Das war auch in einem Adventskalender mit drin. Das ist eine straffende Körpercreme, kommt jetzt auch in eine Verlosung mit rein. Eine Fußmaske von Fußwohl werde ich heute Abend mal verwenden. Mach mir mal so ein Ding fertig für Sachen, die ich heute Abend verwenden möchte. Das ist dieser Ponytail. Das ist diese Fußmaske. Sebastian Dark Oil. Was ist das? Ein Haaröl. Ich habe jetzt schon das Haaröl von Herr Doktor behalten. Ich brauche jetzt keine 20 Haaröle behalten. Das war auch wohl im Adventskalender mit drin. Es riecht sehr, sehr männlich. Es wird jetzt auch weiter wandern. Also nicht wundern, dass wenn bei euch so Sticker drauf sind, das sind dann diese Adventskalender-Produkte-Sticker, ne? Von Sandra aus dem Adventskalender habe ich hier Aveo Deluxe mit Vanilleduft und Grüntee-Extrakt. Das sind Badeperlen. Ich habe echt keine Badewanne. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe hier auch draufgeschrieben von Sandra aus dem Adventskalender. Ich werde mir das mal in ein Fußbad machen. Das kommt bei Fuß bei mir mit rein. Barbour. Hier haben wir wieder Anti-Stress. Das ist genau das gleiche Set wie das, was ich jetzt schon behalten habe.
Werde ich jetzt auch behalten, weil ich das schon aufgemacht habe. Obwohl, ihr seht ja, dass es auf ist, ne? Dann packe ich das auf jeden Fall mit in eine der Verlosungen mit rein. Ja. Kuscheleinheit, wohltuende Badekristalle mit Honigduft, das hatte ich in einem Tauschpaket mit drin. Wie gesagt, ich habe keine Badewanne und ich habe jetzt schon ein so ein Ding behalten. Das wird sich auch Ewigkeiten halten, das heißt, das geht auch in die Verlosung. Alverde Schaumbad mit Mandarine und Vanille, auch das geht in die Verlosung, weil keine Badewanne. Oh ja, Levity Parlour Hibiscus Blossom, das ist ein festes Shampoo, das werde ich safe behalten, weil ich das sowas von ausprobieren möchte. Und das riecht auch so, so gut. Oh. Dieser Schönheitsgeheimnis, auch wieder so ein Badezusatz, auch wieder in die Verlosung. Bioreaktivkohle, das ist so ein Zweier-Set, das wollte ich heute Abend gerne verwenden. Ich habe mein Leben im Griff, ich muss es immer wieder sagen. White Mask Body Lotion von The Body Shop. Das ist so eine kleine Größe. Ja, ich will es aufbewahren. Ein Toner von Isana Glow and Shine habe ich von Jana aus dem Adventskalender. Eigentlich möchte ich den schon ganz gerne mal ausprobieren. Eine Bodylotion-Probe von Yves Rocher geht in die Verlosung. Tee bei TTZ mit Kokoswasser und so weiter, eine Aromadusche geht auch in die Verlosung. Starskin Glow Star Foaming Peeling Puff, den wollte ich ausprobieren. Den werde ich heute Abend ausprobieren. Heute ist nämlich Freitag. Ja, ich drehe dieses Video tatsächlich an dem Freitagabend, bevor ihr das seht. Ich hoffe, ich kriege das alles noch so weit hin. Ah. Mein liebstes Duschcreme-Peeling hier von Dove, das habe ich hier noch. Das kommt nach oben. Aber wohin? Ich habe noch gar kein Körperpeeling hier. Leute, das ist anstrengend. Dr. Grondel, das sind Kollagen-Boost-Ampullen, die gehen in die Verlosung. Eubers Med, dieses Serum, geht auch in die Verlosung. Ich schäme mich so, Leute, wenn ich das hier so sehe, ne? Wohin damit? Herzens trenne ich mich von diesem Ombia Candy Body Joghurt, weil ich möchte den von Human and Kind auf jeden Fall behalten. Da muss das hin! Bei den Body Lotions müssen wir nachher noch diskutieren, Leute. Das hier kommt von Lea aus dem Adventskalender. Das ist von Bilou Snow Rose, der fliegende Cremeschaum. Auch das wird leider weiter wandern, weil ich ja diese Verpackung nicht mehr haben möchte. Diese In-Dusch-Geschichte von Eubos wird ebenfalls weiter wandern. Die Clarifying Lotion von Clinique wird auch weiter wandern. Das hier sind The Youth Shots, Jugendlichkeitsshots von, ich weiß gar nicht woher, steht hier gar nicht drauf, die kommen auch mit in die Verlosung. Emma Hardy, da habe ich hier Moisture Boost and Vitamin C Cream. Ich vertrage leider nicht so wirklich Vitamin C auf dem Gesicht, das kommt in die Verlosung. Ah, Lichtschutzfaktor 30 finde ich eigentlich ganz geil, muss ich mal gucken. Was nachher so an Tagescremes überbleibt, ne? Von Douglas Age Focus Instant Wrinkle Filler. Das ist mit Alprose und Beach Butt, keine Ahnung. Das ist gegen die ersten Zeichen der Hautalterung. Das kommt auch in die Verlosung. Ich habe schon die zweiten oder dritten Zeichen der Hautalterung. Mensch. Veleda Granatapfelpflegelotion kommt auch in die Verlosung. Das hier ist eine Gesichtscreme von Hey Organic, das wird auch in die Verlosung wandern, weil ich mag diesen Duft von diesem Kaktus nicht. Das hatte ich mal als Toner, ist nicht so meins.
Die zwei Toner sind mir einfach viel zu groß. Ich weiß gar nicht, 500 Milliliter sind jeweils drin. Also bis ich die aufgebraucht habe, dauert das ewig und 3 Tage. Ich glaube, die werde ich in der Familie weitergeben. Von La Mer für strahlende Augenblicke. Das ist, sind Augenpatches und ein Wimpernserum. Das wird in die Verlosung wandern. Von Douglas Perfect Focus Energizing Cream Porcelain Flower and Hibiscus kommt in die Verlosung. Daily Face Care von Sisley. Uiuiui, das kommt jetzt auch in der Verlosung. Nochmal Emma Hardy. Revitalizing Cream Midas Touch. Deeply Hydrates. Kommt auch in die Verlosung. Hier haben wir wieder so ein Gesichtspeeling. Das hatte Jana mir in den Adventskalender gepackt. Mag ich auch nicht so gerne. Das kommt tatsächlich auch jetzt in die Verlosung. Das ist von Lilly. Und da machst du, das rührst du dir selber an mit einem Teelöffel, also ein Teelöffel hiervon und dann etwas Wasser. Und dann machst du eine Paste und dann kommt das auf das Gesicht. Problem ist, ich peel mein Gesicht immer schon direkt unter der Dusche und da kann ich mir das schlecht anrühren, deswegen kommt es jetzt in die Verlosung. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass das hier so anstrengend wird. Body Shop Mango Body Butter kommt auch in die Verlosung. Molten Brown Duschgel Fury Pink Pepper Bath and Shower Gel kommt auch in die Verlosung. Micellenwasser von Biotherm auch in die Verlosung. Sensitive Skin Serum kommt jetzt in die Verlosung oder ist das schon benutzt? Nee, das ist leider schon benutzt. Das kommt in die Familie. Kommt in die Familie. Kann man machen. Schülke, eine Repair Creme mit Panthenol kommt auch in die Verlosung. MA-Samen Dormazell, so ein Oschi von Duschcreme, da sind 500 Milliliter drin, kommt in eine spätere Verlosung oder wie auch immer, weil das ist einfach zu groß jetzt für diese Brigitte-Boxen. Das riecht aber richtig geil. Ich behalte es. Nein, ich behalte es nicht. Barbour Hip-Hydra oder Hydra, intensive Feuchtigkeit, kommt jetzt auch in der Verlosung. Ein Duschöl von Mitchell & Peach, ja, sackteuer, kommt jetzt auch in der Verlosung, weil, ist so, ich habe so viel genug da. Ich sag mal, alles was so unter 10 Millilitern ist, ist irgendwie eine Probe. Real Chemistry Luminous 3 Minuten Peeling kommt in die Verlosung. So ein Säurepeeling und da habe ich ein bisschen Angst vor. Überall diese Sticker hier. Facial Radiance Pads Help Exfoliate, Tone and Brighten von First Aid Beauty. Das kommt auch in die Verlosung mit rein. Das muss ich unbedingt verwenden. Das ist eigentlich ein so ein Produkt, was ich nicht so wirklich mag, weil das halt so ein loses Peeling ist. Von The Salt Parlor Coffee and Coconut Stimulate Scrub. Ich denke schon, dass das fürs Gesicht ist. Das kommt hier mit so einem kleinen Löffel. Als ich das aufmachen wollte, ist uns das um die Ohren geflogen. Das heißt, das muss echt mal verwendet werden. Eine Handseife von Palmolive kommt nicht in die Verlosung. Finde ich richtig geil vom Duft. Wird behalten. Das wird safe behalten. Extra Volume Shampoo von Organic. Das ist mit Chili und Litchi. Da habe ich richtig Bock drauf. Das finde ich super spannend. Isana Cremedusche, You Are So Loved von Sandra aus dem Adventskalender mit diesem geilen Pinguin. Das möchte ich auf jeden Fall verwenden. Fuß- und Schuhdeo, ne? Das kann man so gut gebrauchen. Gerade im Winter, im Sommer, wenn du halt so Schwitzefüße hast, dann mache ich das immer gerne nochmal in die Schuhe rein. Auch bevor ich die so in den Schrank stelle oder so. Richtig gut. Cleansing Oil, mega geil. Von YesStyle, from Green Cleansing Oil, Purito. Das möchte ich auf jeden Fall verwenden, weil ich liebe diesen Pumper. Ich finde das voll schön, wie das so gemacht ist. Und das hat echt gut funktioniert. Richtig gut. Nur wohin? Da. Winterpflege Body Lotion von Dove kann gehen.
Ja, hier haben wir wieder so ein Coffee Scrub, wieder so ein loses, das kommt auch weg. Leute, das Ganze wird hier viel länger, als ich das erwartet habe. Und es ist ganz schön umfangreich. Und ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, nur 5 Produkte pro Kategorie zu behalten. Oh. Nochmal Barbo-Ampullen. Das Ganze erstmal so ein bisschen grob vorzusortieren und dann gehen wir nachher nochmal ins Detail. Hatte ich auch öfters mal so in Adventskalendern drin, von Dr. Dennis Groß, dieses Alpha Beta Universal Daily Peel. Hat bei mir leider nicht so wirklich was bewirkt. Ja, packe ich auch mit in eine Verlosung. Zu diesen, ja, Hornhautentfernungsmasken von den Füßen habe ich ja schon Videos gedreht, sowohl zu dem von Summerfood als auch von dem von Balea. Es ist schön für den Moment, weil man dann halt wirklich, wenn man so ein Event hat oder sowas, vielleicht sich entsprechend darauf vorbereiten kann. Aber für langfristig ist das nichts für mich. Deswegen kommt das jetzt auch in die Verlosung, auch wenn Jana Advent draufsteht. Festes Shampoo habe ich jetzt einige, da habe ich echt Bock drauf, das mal zu probieren. Nochmal 2 Lippenpflegestifte, vollkommen neu. Die kommen auch in der Verlosung. Omorowicza Budapest Queen of Hungary Mist. Ich gebe das in die Verlosung. War im Look Fantastic Adventskalender, glaube ich, mit drin und so ziemlich das Highlight-Produkt. Ja, ich benutze solche Sprays nicht. Pure 97 Enzian in Quellwasser. Das ist so eine Haarmaske, die ist eigentlich ganz gut, kommt jetzt aber auch mit in die Verlosung, weil ich den Duft nicht so ultra gerne mag. Das habe ich bei der Spülung auch ganz intensiv gemerkt, ja. Eine Badebombe von The Body Shop. Ich habe keine Badewanne. Warum habe ich so viel Badeprodukte? Auch schon wieder die pflegende Spüle von Pure 97 mit Enzian und Quellwasser. Wie gesagt, ist nicht so mein Duft. Auch wenn es echt pflegt, das darf man nicht außer Acht lassen. Ne? Color Freedom, ja, von Knight and Wilson. Das ist so ein Coral Blush für die Haare. Nein, danke. Auf Sakura Sensational Foaming Shower Gel. Ja, ne, auch wieder so ein von Rituals leider. Ich liebe Sakura. Nein, Claudi, nein. Von Erol Sander eine Repair Creme mit Q10 für Oily Skin. Ah, ich glaube, das ist so eine geile mit Schneckenschleim oder so. Wenn ich das irgendwie richtig gesehen habe, oder? Weiß ich nicht. Irgendwie so habe ich das im Hinterkopf. Kommt jetzt auch in die Verlosung. The Body Shop Lip Butter. Ich mag leider überhaupt nicht diese Pöttchen, wo man mit dem Finger rein muss, ne? Deswegen auch Verlosung. Von La Roche-Posay das Hyalu B5 Serum. Ich vertrage das leider nicht so mit dem B5. Ich weiß nicht genau, was B5 ist, ob das Retinol oder sowas ist. Aber, weiß ich nicht. Ich vertrage das irgendwie nicht. Da kriege ich Irritationen von. Auch wieder von Philip Kingsley, Elasticizer Extreme. Das ist ein Rich Deep Conditioning Treatment, auch in die Verlosung. Hier wieder Leti Balm Repair, Nase und Lippen, auch das kommt in die Verlosung. Sensai Silk Peeling Powder, das war in so einem Adventskalender drin. Auch das wieder so ein loses Gesichtspeeling, nichts für mich.
Körperpeeling, Porentiefe, Reinigung, sandweiches Hautgefühl, intensive Feuchtigkeitspflege, Bubble Body Wash Pad. Das nehme ich auch heute Abend. Ja. Jetzt bin ich hier ganz nah. Moin. Lass tief blicken hier. Vitamin C von Inu kommt auch in die Verlosung. Irgendwie fährt hier gerade ein Krankenwagen rum. Gefährliche Region. Glow, den Glow Starter Nude Glow packe ich auch mit in die Verlosung. Skin Manager von Alcina mit AHA, dem traue ich nicht so wirklich. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen ganzen Säuren, Leute. Deswegen kommt der auch auf jeden Fall in eine Verlosung. Kneipp Lippenpflege, Wasserminze und Aloe Vera, Hydropflege kommt auch mit in die Verlosung, weil ich habe so viele Lippenpflegeprodukte. Kein Mensch weiß, wann ich die brauche. Echt nicht. Von Shelbens Beauty Lift Serum, Faltenfiller, Spannkraft, Hautglättung kommt auch mit in die Verlosung. Ja, nee. Hatte ich schon mal, fand ich ganz okay, aber ja, hast jetzt keine Langzeitwirkung gemerkt. Diese Naturschön-Glanz-Shampoo-Geschichte hatte ich schon mal und war auch ganz okay. Hat aber meine Haare, glaube ich, langfristig. Ja, moin. Stumpfer gemacht. Also, auch wenn es mit Kirsche ist und gut riecht, das kommt jetzt auch weg. Ja, so ein Styling-Treatment brauche ich nicht, das kann auch weg. Ich style meine Haare einfach nicht. So ein, Nutra-Skin-Gedönsen kann man ganz gut jetzt, wenn es wärmer wird, verwenden. Einfach, um nochmal so ein bisschen Frische reinzubringen, stelle ich mir jetzt hier auf meinen Schminktisch. Dass, wenn ich dann drehe, dass ich dann so ein bisschen Feuchtigkeit wieder kriege. Das tut mir auch gerade ein bisschen gut. 1A-Oberteil ausgewählt übrigens. Es wird was, Leute. Es wird hier echt was. Auch wenn ich das eben nicht gedacht hätte. Schon wieder so ein Vitaminspray. Kommt auch weiter. Weg, weiter, wie auch immer. Von The Cure Nummer 53 RM. Ein Rejuvenating Serum. Das soll dir die Jugendlichkeit zurückbringen. Kommt jetzt auch mit in die Verlosung. Und der nächste Akku ist durch. Da wollte ich euch nur sagen, dass das Füßchen toll ist und dass man das jetzt leider auf die Entfernung wahrscheinlich nicht sehen kann. Von Yves Rocher aus dem Adventskalender auch wieder so ein Duschgel, was so nach Wald riecht. Hatte ich ja eins von Velena. Das fand ich ganz interessant, auch für den Moment irgendwie so, ne, mal einfach irgendwie was anderes. Aber, ja, nee, kommt jetzt weg. Bin ich mit diesen Polargeschichten im Gesicht noch nicht ganz zufrieden gewesen. Ich hatte so eine Nachtcreme mal verwendet, die habe ich dann aber relativ schnell auch schon wieder aussortiert. Dann habe ich hier die Eclat Boreal. Ich denke, das ist eine Tagescreme dann, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ist nicht so ganz meine Welt, deswegen, die wird auch weiter wandern. Und die Lippenpflege, die ich von denen verwendet habe, die habe ich mega schnell aussortiert, weil mir die Lippen davon richtig trocken geworden sind. Das war echt schlimm. Noch so eine Bodybutter von The Body Shop. Ach Quatsch, Bodybutter. Lippenbutter kommt auch in die Verlosung. Hier haben wir noch so eine Nachtcreme von Polar. Auch die wird weiter wandern. Hier habe ich von Clinique zweimal die Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus. Das ist diese hier. Eine davon werde ich behalten. Als Nachtcreme wahrscheinlich. Und Very Dry to Dry Combination Skin. Ja, passt auf jeden Fall. Und die andere geht in eine Verlosung. Hier habe ich noch so ein... Ah, Leute, ich kann hier nochmal sitzen. Ist das nicht herrlich? Ah, oh. Ich habe hier noch diese, Clinique. Oh, das wollte ich nochmal komplett einmal durchtesten. Das ist diese Serie mit den Clinique Smart Geschichten. Das hatte ich tatsächlich, als ich bei Clinique einmal bestellt habe, mal dabei. Und da hast du alles Mögliche. Eieiei, Moisturizer, Augencreme, Nachtcreme. Ich muss das echt mal testen, Leute. Oh, oh, oh. Ja. So, jetzt habe ich alles erstmal soweit in Kisten und jetzt gehe ich die Kisten durch und gucke, was ich davon wirklich brauche. Was heißt brauchen, ne? Was dann auch wirklich bleibt.
Zitruswunder von der lieben Mrs. Rosa Rot. Das wird mein Sommerserum werden. Das werde ich sehr, sehr gerne verwenden. Nachdem ich die Dalton-Reihe durchprobiert habe, weil da bin ich aktuell so in so einer Testphase drin, ne? Bodypeeling habe ich auch stark aussortiert. Da sind tatsächlich auch nur noch 4 Stück drin. Das darf auch so bleiben. Tagescremes sind auch enorm weniger geworden, um das mal so zu sagen. Das ist richtig krass. Conditioner. Das ist auch sehr ausgedünnt, muss ich sagen. Da habe ich viele kleine tatsächlich auch noch drin, aber das ist nicht schlimm. Also ich habe nur 2 große, das ist einmal von Ghoul, der Seidenglanz, und von The Body Shop, dieses Strawberry. Also das sind meine einzigen 2 großen Backups. Die anderen, die habe ich ja ruckzuck leer. Deswegen, mega. Die Nachtcremes. Da muss ich, glaube ich, nochmal ran. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ne? Ich meine, wann soll ich das aufbauen? Aber ich habe trotzdem schon einiges aussortiert. Wenn es Backups von Backups von Backups sind, zählt es dann als 1. Denn von der Clinique habe ich hier einmal die Rich-Variante, dann die All About Eyes in Klein, All About Eyes in Klein, All About Eyes in Mini. Das Leben als solches ist eines der kompliziertesten. Make-up-Entferner. Da muss ich jetzt mal ein bisschen mich mehr ranhalten, oder? Und diese 5 kommen in die Verlosung. Ja, den Rest habe ich jetzt tatsächlich mal eben so alleine gemacht, weil ich glaube, sonst wird das Video noch länger gehen. Ich denke, dass es sowieso schon recht lang geworden ist. Ich habe auf jeden Fall 4 Stunden gefilmt. Wow. Ich bin vollkommen fertig. Hier stehen jetzt die 6 Verlosungsboxen. Ich habe nicht alles in die Boxen reingekriegt, was ich quasi verlosen werde. Das heißt, es wird demnächst noch weitere Verlosungen geben. Oder auch auf Instagram, folgt mir da auf jeden Fall. Da wird es noch das ein oder andere geben. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist ganz einfach. Schreib mir dein allerliebstes Must-Have-Pflegeprodukt unten in die Kommentare rein. Ja, ich habe mich tatsächlich von einigem getrennt, also nicht nur die Sachen, die ich jetzt für die Verlosung aussortiert habe, sondern auch noch so viele andere Sachen sind einfach aus der Sammlung rausgeflogen. Ich bin vollkommen fertig, aber ich fühle mich so, als hätte ich mein Leben jetzt ein Stückchen mehr unter Kontrolle, denn ich bekomme jetzt wirklich jede einzelne Box auch komplett zu, ohne dass ich irgendwie drücken oder quetschen muss. Und es hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich echt fertig bin. Wie oft habe ich das jetzt gesagt? Ich habe keine Ahnung, viel zu häufig. Ich hoffe, das Video hat sich für dich auch irgendwie so ein bisschen gelohnt, dass du mal so ein bisschen vom Alltag abschalten konntest und so ein bisschen in meinen kleinen Wahnsinn reintauchen konntest. Wenn dem so ist und dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten, ja, würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meiner Sammlung, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!